Nazi-Deutschland. Der letzte Vorstoß ins Herz der Finsternis. Die SOI hatte uns 6 unter meinem Kommando aus einem Grund rekrutiert. Um die Daten zum Projekt Phoenix zu bergen. Dem letzten Atemzug des Dritten Reichs. Eine zusammengewürfelte Koalition von alliierten Kommandos, die dahin zielte, wo der Feind am verwundbarsten war. Dies sollte unsere erste und einzige Mission sein. An. Höllische Welt! Wer will sie retten? Los, wie Daniel! Los geht's! Showtime! Wir schaffen das? Wenn wir den Zug sichern, haben wir eine Chance. Verschlossen. Such einen anderen Weg rein. Du kriegst eine Kante. Kletter da lang und steig ein.
geheimen Mission. Dann machen wir es wohl auch. Dann machen wir es wohl auf die harte Tour. Auf den anderen Zug und die Graubenfresser flankieren. Ein Laster loszuwerden.
erschießt den Lokführer! Die Gleise teilen sich! Spring! Spring, Soldat! Das hätten wir. Teufel auch. Wo wir so gründlich beschossen wurden, will der Befehlshabende uns vielleicht sagen, worum es geht? Die U-Boot-Basis ist unser letzter Stopp. Sobald wir drin sind, sichern wir das Ziel. Er will, dass wir es sichern, aber sag nicht, was es ist. Kingsley hat von Anfang an rumgedruckst. Das hier ist keine Ostereiersuche, oder? Ja, Mann, was steckt dahinter? Wissen wir nicht genau. Du meinst, die beschissene SOI weiß nicht genau? Wisst ihr was? Ich gehe die Bremse ziehen. Wir haben nur einen Namen. Phoenix. Also wissen wir nicht mal, wogegen wir kämpfen. Das ist unsere Mission. Es rausfinden. Die SOI sagt, die Deutschen schaffen was Großes aus dem Land. Könnten Dokumente sein. Enorm wichtig. Wir sollen sie uns schnappen. Wenn es so wichtig ist, warum schicken sie keine Armee? Tun sie. Uns sechs. Junge, wir gehören nicht zur selben Armee. Wir sind nicht mal vom selben Kontinent. Ruhig! Zurück! Warum wurden wir für diese Selbstmordmission ausgesucht? Sechs Spezialisten wurden ausgewählt, die Krautfresser schnell und unbemerkt zu erwischen. Das kann keine Armee. Zu laut, zu langsam. Richard hat recht. Sie rechnen nicht mit uns. Rein und mit den Papieren wieder raus, bevor sie was merken. Versteht jeder den Plan? Ich schieße auf Nazis. Sie sterben. Was mitkriegen. Ich gebe vom Waggon aus Deckung. Verdammt! Ich hasse Hunde! Wir sind auf. Schaltet sie auf! Da vorne ist der Eingang!
Fast geschafft! Weiter! Hunde! Kommandoraum! Das muss er sein! Jackson, die Tür! Haben eine heiße Party verpasst. War wohl ein eiliger Abschied. Phoenix, wir müssen dran sein. Nicht mehr lang. Die Krautfresser beladen ein U-Boot. Seht ihr, wie sie die Kiste schleppen? Ich verwette ganz London, dass wir genau das suchen. Also worauf warten wir? Zeit für die schweren Geräte. Schon besser. Wartet. Wir können nicht einfach drauf los. Arthur? Was diese Papiere auch enthalten, ist das größte Geheimnis des Dritten Reichs. Und die Krautfresser lagern es am Arsch der Welt? Ja und? Das ergibt keinen Sinn. Die Kronjuwelen liegen auch nicht auf der Veranda. Und kaum jemand bewacht sie. Die ganze deutsche Armee müsste den Ort schützen. Nicht nur wir haben keine Ahnung, was Phoenix ist. Du meinst, Nazis haben Geheimnisse von Nazis? Ich meine, dass die Geheimnisträger am gefährlichsten sind. Ja. Deshalb tragen wir Knarren, um auf sie zu schießen. Sind wir fertig? Die Papiere verschwinden nämlich gleich aus Deutschland. Ihr drei, geht über den Steg und macht Lärm. Verschafft uns Zeit. Webb, Novak, ihr kommt mit mir. Wir nehmen das Boot ein. Gehen wir. Wir geben euch vom Steg aus Deckung. Und sucht nach einem Weg hier raus. Schießt nicht auf uns, oder wir lassen euch hier.
am Boden! Im nächsten Dock. Wir sind nah dran. Unser Trupp ist auf dem Steg. Ich sehe sie. Nicht schießen. Dock, wir sind nah dran. Los, jetzt, los. Unser Trupp ist auf dem Steg. Ich sehe sie. Nicht schießen. Verlieren wir die Dokumente! Alle Nazis tot! Sie haben die Kiste auf das U-Boot verladen! Gebt uns Deckung! Gehen an Bord! Viel Glück, Leute! Ich suche uns einen Weg hier raus! Da ist die Luke! Jetzt gilt es! Suchen wir die Kiste und verschwinden! Richard, wir brücken Deckung! Nova, du gehst voran! Die Augen nach vorne! Und dann alle achten!
Okay? Das muss das Kommandozentrum sein. Machen wir die Luke auf. Bleib bei mir. Werfe Granate! Gesichert! Erledigt! Du bist der Safe-Knacker. Wärst du so freundlich? Arthur, die Sirenen sind aus. Das kann nicht gut sein. Wir müssen weg. Jetzt. Novak, hilf mir. Granate, Achtung! Novak! Novak! Und auch du. Tu es schon. Nein, wie köstlich. Du hältst dich für britisch. Ein Cambridge-Mann durch und durch. Es ist wirklich stillos, die Stimmung zu ruinieren. Beethovens Sonate Nummer 4 ist exquisit. Sie verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Nicht wie du. Darf der Neger etwa auch Befehle geben? Und ihr befolgt sie dann? Du weißt, wie es ist, von einem Schwarzen Befehle entgegenzunehmen. Er hat Sinn für Humor! Bitte, fahr fort. Du bist Rheinländer. Vermutlich aus Neustadt? Während der Besatzung waren Franzosen, die aussahen wie ich, mit Waffen in deinen Straßen. Mit euren Frauen. Das höre ich, wenn ihr euch unterhaltet. Charmant. Wir haben euch geschlagen. Hörst du die Bomben? Wir schlagen euch wieder. Schlagen. Schlagen. Eine interessante Wortwahl. Wie ich schon sagte, jetzt tu es schon. Ja, das möchtest du. Dich selbst opfern, damit du ein Held bist. Ich bin nicht hier, um dir das zu geben. Ganz im Gegenteil. Robert, nein!
um euch Gesang zu geben, was ihr verdient. Räumt es weg. Den Rest in den Laster. Teufel ist das Arthurs Schuld. Das geht auf ihn. Und Wade. Der Bastard lässt sein Team setzen. Du hast recht mit Wade. Wenn der sich blicken lässt, bringe ich ihn selbst um. Oh ja, beschuldigen wir einander statt die Deutschen. Наше эго сегодня сильнее пострадало. Soll mich das etwa beeindrucken? Ganz ruhig. Ist doch egal. Friesinger tötet uns sowieso alle. Friesinger? Der Nazi. Der Mörder von Novak. Ist wohl ein Freund von dir. Wir kennen uns. Oh ja? Wer genau kennt Friesinger? Arthur bringt uns hier raus. Wie? Weil er dein Kumpel ist? War er nicht immer. Aber ich sah ihn in Aktion. Man verliert Männer. So ist der Krieg. Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast.